Hallo, liebe Funkamateure. Heute habe ich mal ein Jaesu FT7900 mitgebracht, was gerade für den Einsteiger oder für den Mobilbetrieb bestens geeignet ist. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Dualbandgerät. Sendemäßig kann hier auf 144 bis 146 MHz im VHF-Bereich gearbeitet werden, beziehungsweise von 430 bis 440 MHz im UHF-Bereich. Die Sendeleistung beträgt im VHF-Bereich maximal 50 Watt, im UHF-Bereich maximal 45 Watt. Ein Breitbandempfänger ist ebenfalls integriert, so ist der Empfang von 108 bis 520 MHz beziehungsweise von 700 bis 999 MHz möglich. Die Modulation ist hier in jedem Fall FM. Das Gerät verfügt über 1000 Speicherplätze, die in 20 Speichergruppen integriert sind. Ein Datenanschluss für 1200 bzw. 9600 Bits pro Sekunde Packetradio ist ebenfalls dabei. Und die ganzen üblichen Sachen wie CT, CSS bzw. DCS-Codierung ist natürlich hier auch integriert. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Gerät, was ein Monoband hat, das heißt also nur eine Anzeige, kein Dual Watch. So, ich schaue mal in den Karton rein, was wir hier Schönes mit drin haben. So, erstmal ein kleiner Karton. Entsprechend das Gerät. So, dann packen wir mal aus. Als allererstes haben wir hier Bedienungsanleitung dabei, entsprechende Unterlagen. So, das auch beiseite. Ein schönes kleines Gerät kommt hier zum Vorschein. Ein Mikrofon mit typischen heutzutage modernen Western-Steckern hier. So, einmal der 12-Volt-Anschluss, Sicherungen, Befestigungsschrauben, eine Mikrofonhalterung und der Haltebügel für das Gerät selber. Das war's dann in dem Karton. Das Gerät, oder das ist ein Bundle. Hier ist ein Absetzkit mit integriert, das YSK 7800. Das heißt, um das Frontdisplay zu verbauen, ist hier entsprechend die Halterung für das Frontdisplay dabei und der entsprechende Kabelsatz ist ebenfalls dabei. So, das einmal für die Displayübertragung und hier ist noch ein Lautsprecherkabel dabei, um das Lautsprechersignal mit zu verlegen. Ganz einfacher Klinkenanschluss und Klinkenbuchse und natürlich ein paar Schrauben für das ganze Absetzkit. So, schauen wir uns das Gerät einfach noch mal ein bisschen näher an. Das Display lässt sich entsprechend hier abnehmen, kann einfach ausgehakt werden und ist hier über diesen ganz einfachen Western-Stecker, der sechspolig ist, verbunden. Das Display sieht so aus. Entsprechende Tasten, Mono-Display, das heißt, eine Frequenz wird gleichzeitig angezeigt. Ich denke mal, für den Mobilbetrieb durchaus ausreichend. Im Dual-Channel-Modus nutzt man ein Gerät eigentlich ohnehin fast nicht. Wenn man ohnehin nicht gerade mit einer Frequenz arbeitet, kann man keiner zweiten Frequenz zuhören. Im Scan-Modus bekommt man allemal die Frequenzen mit, die man mitbekommen möchte, und im Dual-Watch dann sowieso. Ansonsten
ist das ein sehr handliches kleines Gerät. Ich stecke das hier mal wieder dran. So. Er will nicht. So, das wird hier einfach eingerastet. Der Mikrofonanschluss ist hier an der Seite. Typischer Western-Stecker eben. Steckt man dann einfach rein. Zack. So, von hinten schaut das Gerät folgendermaßen aus. Hier ist der Antennenanschluss. Eine typische N-Typ-Buchse, die hier verbaut ist. Der Stromanschluss ist hier ESO typisch von der Polung her. Und entsprechende Buchsen für die Daten, das heißt Packet Radio 1200 und 9600, beziehungsweise zum Programmieren und der externe Lautsprecheranschluss. Ein kleiner Lüfter zur Kühlung. Der Lautsprecher des Gerätes befindet sich im Gerät selber. Das heißt, wer es am Stück betreiben möchte, so wie es jetzt hier zu sehen ist, hat den Lautsprecher hier. Wer das Ganze abgesetzt betreiben möchte, müsste über dieses Verlängerungskabel entsprechend die Klinkenbuchse hier hinten einmal reinstecken, entsprechend dieses Kabel dann im Auto, im Fahrzeug verlegen. Und so kann das Gerät praktisch hinten irgendwo schön versteckt arbeiten und man hat nur das kleine Bedienteil vorne. Ich mache noch mal kurz das ab hier, damit man das vielleicht noch mal kurz sehen kann. Bedienteil ab. Ich klinke es ganz einfach mal hier aus. So, das ist das Bedienteil selber. Das Bedienteil kann man dann vorne im Fahrzeug mit Hilfe dieser Halterung ordentlich unterbringen. Das Mikrofon wird dann hier direkt angeschlossen und man kann das gerade in neueren Fahrzeugen sehr gut unterbringen. Zum Preis des Gerätes. Das Gerät kostet momentan bei verschiedenen Händlern ca. 250 Euro. Das heißt also, so wie man das jetzt hier sieht, mit Absatzkit 250 Euro. Es handelt sich hier um ein Markengerät. Es handelt sich hier um ein Dualbandgerät. Es handelt sich um ein Gerät, was UHF 45 Watt liefert. Das bekommt man auch nicht bei jedem Gerät. Oftmals sind nur 35 Watt verbaut. Und für diesen Preis ist das ein ordentlicher Kauf. Gerade für den Einsteiger oder als Fahrzeuggerät reichen die Geräte wunderbar aus. Wer nicht Kurzwelle im Fahrzeug machen will, und heutzutage machen das eigentlich nicht allzu viele, würde ich dieses Gerät jederzeit empfehlen können. An diesen Preis, denke ich mal, kommt auch kein Gebrauchtgerät vorbei. Gebrauchtgeräte, gute, ordentliche Gebrauchtgeräte kosten heute auch 200 Euro und mehr, einfache Dualbandgeräte. Und hier hat man ein nagelneues Gerät, jederzeit zu empfehlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat oder wenn ihr mir Verbesserungsvorschläge zuschicken könnt, könnt ihr mir das gerne in einen Kommentar mitteilen. Ansonsten viel Spaß beim Funken, beim gemeinsamen Hobby. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.